Oh, ich habe so ein Kribbeln vor Freude. Das ist das Gefühl, wenn du was geschafft hast. Und das nenne ich mal hart erkämpfte Punkte. Ganz hart erkämpfte Punkte. Richtig hart. Das Einzige, was zählt, ist jetzt einfach überleben. Einfach überleben. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin so am Arsch. Ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Ja, ich denke mal, so in 3 Stunden ist das wieder vorbei. Das ist quasi eine Sache von Sekunden. Muss man jetzt noch aussetzen. Moin Freunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu dem wirklich letzten Video für das Jahr 2022. Wir sind Staffelfinale von Sam vs. Wild dabei, King of the Jungle Folge 16. Es war echt eine geile Staffel, aber dazu eher am Ende des Videos. Wir gehen einfach rein, die Folge geht nicht allzu lang, 35 Minuten, das ist eine angemessene Zeit. Die letzte Folge, muss ich schon sagen, war ein bisschen anstrengend für mich. Aber, ja, wir gucken uns das jetzt einfach noch an. Und später gibt's einfach meine Meinung zu der Staffel. Oh, Bock! Wir fangen an. Tag 8, 3.15 Uhr. Müsste Fritz sein, ne? Ist Fritz. Jawohl. Boah. Junge. Das. Pünktlich zum Sonnenaufgang, naja, Sonnenaufgang kann man das nicht nennen, es wurde hell, kommen jetzt trotz des Starkregens die ganzen Viecher wieder raus. Man kann wirklich die Uhr nachstellen. Jetzt sind sie alle da und jetzt wollen sie wieder essen. Es gibt Frühstück. Und ich weiß jetzt, warum das seit über 2-3 Stunden lang regnet und ich hier in meinem eigenen Saft liege. Na klar, die Insel weint, dass es vorbei ist. Sie weint, dass heute der Tag der Tage gekommen ist, an dem die Abholung stattfinden wird. Wir haben gerade noch absolute Flut. Und wenn die Flut zurückgegangen ist Richtung Ebbe, dann sollte es soweit sein. Aber vorher lassen wir uns noch ein bisschen berieseln und weinen auch ein bisschen dem Ende entgegen. So. Da hinten. Und dann müssen die entkommen, ne? Genau, in dem Gebiet müsste irgendwann heute im Verlaufe des Tages ein Boot auftauchen. Also ich schätze mal, wie gesagt, dass ein Boot ist. Wenn es ein Heli sein sollte, was ich nicht glaube mit dem ganzen Zeug und alles, dann höre ich den eh. Eigentlich gibt es nur die 2 Varianten. Das waren echt 7 beschissene Nächte. Das ist komplett fertig. So, deswegen gehen wir Otto. Oh, Otto hat ja auch in der letzten Nacht extrem gefroren, ne? Gucken, ob er das anspricht. Vor allem geregnet hat es ja auch, ne? So sehen meine Hände von heute Nacht aus. Alter. Und was echt noch krass ist, hier von diesem Baum des Todes. Leider kann er nicht so ranzoomen mit, aber das ist irre. Was das für eine Verbrennung ist. So richtig wie. Vor allen Dingen, das ist jetzt auch schon ein paar Tage, ich glaube 1 oder 2 Tage her. Aber es sieht eher aus wie so eine Schürfwunde, ne? Sieht eher aus wie so eine Schürfwunde. Wie verätzt die Haut. Und das ist jetzt schon echt ein paar Tage her. Das sieht also einfach krass aus. Richtig verätzt. Weg, kaputte Haut. Naja. Und ich weiß noch nicht mal, wo das genau passiert ist. Ich werde diesen Platz vermissen, muss ich sagen. Doch, und würde alles wieder so wie vorher machen. Ich würde auch wieder oben, mein Krähennest da oben, ohne heute Nacht dachte ich so, Otto, warum hast du keinen Shelter gebaut? Pflanzen drüber, das dicht gemacht und sowas. Nee, alles gut. Es war genau richtig so. Weil ich konnte immer in den freien Himmel schauen, die Natur genießen, sofort aufs Meer schauen. Und ja, eine Nacht hat jetzt geregnet. Stirbt man auch nicht von.
es war irgendwie cool. Es war cool. Ich würde alles so nochmal machen. Vielleicht würde ich am ersten Tag die Kokosnuss, ja, doch, die würde ich auch essen. Um einfach zu wissen, wie das ist, von einem Baum Kokosnuss zu nehmen. Ansonsten würde ich alles genau so nochmal machen. Ja. Jetzt gehe ich nochmal so die einzelnen Stellen hier ab, um mich so zu verabschieden. Boah, das geil. Ist meine Insel und geil. Nur meine Insel. Geil gemacht, so Knossi. Oh, jetzt aber. Pure Emotion mit Sicherheit. Da ist sie hinter uns. Die letzte Nacht. 7 Nächte von Seven vs. Wild mit Knossi. Wir haben's. Wir sind. We did it. Und jetzt heißt's erstmal aufräumen. Champions Equipment, das will ich nochmal sagen. Diese Jacke und diese Hängematte sind Champions Equipment von Survival Martin aus der ersten Staffel. Auch er hat damit 7 Nächte verbracht in Schweden. Und das hat mir echt, da reinzugehen in diese Jacke und zu denken, das hat ein Champion getragen. Komm, das schaffst du auch. Hat mir viel geholfen. Und hey, wenn ihr in der dritten Staffel, weiß Gott, vielleicht gibt's eine, dabei seid, gefragt werdet, ich würde euch die Jacke und die Hängematte weitergeben. Komm schon! Geil! Ja! Wahre Champions machen es ohne Dach. Geil. Ja, Mann. Er ist bereit für die Abholung. Direkt mit Blaulicht kommen die an. Ja! Willenskraft! Alles hat begonnen. Mit einem Kampf ums Überleben. Aus dem Helikopter. Irgendwo da hinten rein. Mein Leben ist an mir vorbeigezogen. Ist kein Spaß. Ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Die ersten Nächte an dieser Palme geschlafen. Danach in dieses Lager nach oben gezogen. 7 Tage hier verbracht. Tiere kennengelernt. Einen Freund fürs Leben. Greeny. Regentage erlebt. Stürmisches Wetter. Und jetzt nimmt das Abenteuer sein Ende. Seven vs. Wild. Die größte Herausforderung meines Lebens. Ja, das glaube ich aber auch. Sascha, der ist glaube ich auch heilfroh, wenn er hier weg kann. Wow. Freunde, letzter Tag. Es kommt ein paar Kilometer, wo ich auf die scheiß Boot raufsteig. Ich kann es nicht glauben, ey, wann kommen die? Ach so, Formcheck. Ja, 7 Tage Veränderung. Boah, also komplett abgenommen. Ich sehe es hier schon bei mir selbst. Krass. Komplett krass definiert. Arme sitzen noch. Boah, ist das arg. Ah ja. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Kann nur sagen, ja, extrem wild. Die wahre Challenge war für mich zumindest persönlich die Einsamkeit. Nicht zu wissen, überlebt man den Scheiß. Ich habe jetzt nie ein Wort mit irgendjemandem gesprochen, außer die ganze Zeit mit mir selbst. Oder gesungen. Oder ja, nie auf dem Handy, nie ein anderes Gesicht gesehen. Kein Buch, nichts. Das und dann zusätzlich zu wissen, überlebe ich das? Wirklich, überlebe ich das? Sicher habe ich den Notfallknopf, den ich drücken kann. Aber wenn ein Salzwasserkrokodil gibt, hier gibt es nur wenige. Aber wenn es kommt und Hunger hat, bin ich weg. Oder wenn ein Blitz mich trifft, bin ich weg. Oder wenn das Meer zu hoch kommt und mein Shelter bricht zusammen, ich bleibe hängen, er trinkt irgendwie deppert, bin ich weg. Das ist einfach was ganz, ganz anderes. Es ist eine Erfahrung, die ist so absurd, die ist so krass. Die hat mich extrem, extrem geprägt. Und nicht nur jetzt die Woche, sondern auch mein ganzes Leben. Und nochmal, Freunde, zu guter Letzt. Passt auf andere und passt auf euch selbst auf. Joris? Barburant-Schnittfehler drin. Ja. Nochmal ganz kurz ein paar abschließende Worte.
Ich fand's ein Megaprojekt. Ich versuche die letzten 7 Tage gerade so ein bisschen Revue passieren zu lassen, aber es funktioniert einfach nicht. Es ist so viel passiert, es ist krass. Ich bin meinen Erwartungen so halbwegs gerecht geworden, sage ich mal, und ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Perspektiven bieten. Es waren wirklich geile 7 Tage. Ich bin so happy, dass ich dabei sein durfte. Ich habe schon 1000 Mal gesagt, aber das ist nicht genug. Es war so geil. Ich bin einfach nur happy. Auch, dass das Orga-Team gleich kommt, hoffentlich mit Burrito, Snickers und einer Cola. Da sehe ich mich jetzt. Die dürften jede Minute da sein. In dem Sinne, ja, wir sehen uns dann später bei der Nachbesprechung, denke ich mal. Oder vielleicht schon auf dem Boot. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Geil. Ja, Mann. Challenge, Outfit des Tages. Bin ich mega gespannt. So, komm. Otto, 8 Teile. Boah. Otto und Joris, 8 Punkte. Knossi, oh, geil. 7 Punkte. Fritz, 6 Punkte. Sascha, 5 Punkte. Boah. Krass. So, wir sehen dieses komische Camp. Jetzt wird abgeholt, ne? Jetzt wird abgeholt. Pure Emotion vielleicht. Da fahren sie los. Das ist ein richtig geiles Bild, ne? Du, wen fahren wir als erstes? Ist das Fritz da? Diese Bucht, das müsste Fritz sein, ne? Nee, Fritz hat kein Feuer. Das ist Fritz, oder? Das ist Fritz. Nee. Doch, Fritz. Ach, das sind diese Leuchtfackeln. Geil. Herzlichen Glückwunsch! Boah. Nah am Wasser gebaut. Nah am Wasser gebaut, Alter. Ich glaube, ich habe es noch nie gesehen. Herzlichen fucking Glückwunsch! Danke, Scheiß. Boah, ich muss aber kurz atmen, ey. Puh. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es mich so bekommt. Wie war's? Alter, Hölle. Ey, und Scheiß, Schweden dagegen. Urlaub. Sag dir, wie es ist. Das war 7 Tage Hölle. Hab ich mich schon richtig drauf gefreut, Alter. Oh. Ich sag's euch ganz ehrlich, habe ich mich seit 4 Tagen schon drauf gefreut. So, jetzt nochmal nass werden, scheiß drauf. Im Hotel kannst du dich umziehen. Boah. Ey, lass dich drücken. Sorry. Tschüss, ich werde nicht vermissen. Geiler Spot. Richtig geil. Aber leider viel, viel Müll, ne? Viel, viel Müll. Unizet. Otto ist das, ne? Otto. Oh. Nice. Wo ich wusste. Hat er sich versteckt? Will doch gar nicht weg, ne? Da ist er.
aber der hat so eine Boxershorts noch. Warum hat er die nicht angezogen? Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind. Mega gut. Es tat sehr gut. Hat richtig Spaß gemacht. Also richtig Spaß gemacht. Ich habe den Platz lieben gelernt. Dafür, dass es angeblich so ein Scheißspot ist, sein sollte, ist alles mega. Bis auf Sandstrand ist alles da. Und das Coole ist, ich habe hier direkt rechts die Mangroven. Das heißt, ich bin voll durch die Mangroven durch und bin mir sehr, sehr sicher, dass ich Krokodil gesehen habe. Dreimal. Da haben wir den Seesack vergessen. Mein Lieber. Was? Simsalabim! Du hast die ganze versteckt oder so? Mein Lieber. Oh Mann, danke, Alter. Ja. Alter. Krank Scheiße, ey. Bock, Alter. Das hat so Bock gemacht. Hier, Otto, gönn dir mal. Danke, danke. Eiskalt. So, ganz ehrlich, die ersten, also die eigentlichen Favoriten haben sie jetzt schon abgeholt, ne? Aber jetzt kommen die Underdogs. Jetzt kommen die anderen Kandidaten, mit denen man nicht so krass gerechnet hätte. Und was glaubst du, wie viele sind noch drin? Seid ihr die einzigen? Kommen noch welche? Was glaubst du? Einfach Bauchgefühl. 14 ist die einzige. Boah. Ich leg jetzt, ihr habt Nickerchen gemacht auf Steinterrasse. Da kommt keiner. Doch, Klaus, die kommen. Ey, warte mal, wir holen doch mal wen? Hey, was? Knossi? Nee, warte. Hey, was? Ja, warte mal, was? Nee. Knossi. Nein! Da ist ein roter Packsack. Da steht irgendwer. Hey, warte mal. Nein, wie geil ist das denn bitte? Hey, Alter, der hat das gepackt! Das kannst du keinem erzählen, warte. Geile Drohnenaufnahmen. Wie geil ist dieser Typ? Ich kann's gar nicht glauben. Ich kann's nicht glauben. Fuck. Wir gehen rein mit, oder? Alter, was ging bei Spitze nach? Das ist geil, Mann. Hier auf diesem Strand war schwer. Das ist eine Scheiße, Alter. Das ist irre, Mann. Hier war immer Ebbe und Flut. Ich hab den Nachmittag, war hier nur noch Wasser. Pass auf, meine Krebse, pass auf, meine Krebse. Das ist Greenie.
Den habe ich gebaut. Für die Leute. Die von diesem Baum des Todes. Bei mir hat eine Wurzel reingesteckt. Aber ich habe Medikit nicht aufgemacht. Ich auch nicht. Das war Tag 1. Ich habe Medikit nicht aufgemacht für Punkt. Geil. Und ich habe hier an der Seite wohnt alles. Bei mir ist auch alles hier drauf. Aber hier zwischen den Eiern. Mega geil. Ohne Scheiß, ich habe richtig Gänsehaut. Ne? Ich habe richtig Gänsehaut. Oh, da unten eine Kippe. Oh ja, das ist... Wow, this is food. Seven vs. Wild Edition. Wow. Freue ich mich. Okay, das ist... Kannst du dir nicht vorstellen, wie das ist. Nach sieben Tagen... Ich kann halt echt nicht mehr sagen. So, wen holen jetzt ab? Joris oder? Stellt euch vor, jetzt sind die Sie vergessen einen einfach. Beziehungsweise du hast dich im Dark verzählt oder so. Boah, das war heftig. Boah, heftig. Ja, ich erkenne es nicht richtig. Ich erkenne gar nichts. Ach, das ist Sabrina. Jetzt ist gleich soweit, gleich soweit. Ja, ich glaube, das ist Sascha, oder? Oder Jova. Nein, nein, Novas waren das abgesprochen. Ja, Freunde, sie sind da! Sie sind da! Oh mein Gott, sie sind da! Ja. Ja. Ja, zack, jetzt Fackel gezündet. Ich glaube, das ist Sascha. Ja. Sascha! Oh mein Gott, Freunde! Sie sind da! Was ist los? Oh, holy shit! Ja! Wieder sich freut, ne? Mir ist vielleicht nicht alles gelungen. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht vergewindet sein. Aber das ist mir scheißegal, Freunde. Denn ich habe mein Bestes gegeben, die Grenzen ausgetestet, über meine Grenzen gegangen. Und ja, ich bin mächtig stolz auf mich. Ich habe die Samen zum Teil durchgestanden. Ja, mit nur einem Gegenstand. Und das, ja, obwohl ich keine Erfahrung im Survival habe, Freunde. Ich bin mächtig stolz auf mich. Ich hoffe, ihr auch. Und jetzt gibt's endlich Horn. Horn zu dir, Schatz. Freunde, vielen Dank auch an euch. Vielen Dank für euren Support. Dankeschön! Woo! Ja, ja. Ja! Sascha! Ey, ist das geil, Alter. Sascha, wir haben's! Wir haben's geschafft, endlich! Eine Woche ist vorbei! Bro! Alter! Herzlichen Glückwunsch! Oh, danke! Du hast es gepackt. Danke. Danke. Vector. Danke, Insel. Danke für alles. Und danke für nichts. Wilson! Wir haben Wilson vergessen. Wilson muss nur mit. Wilson ist mein Schütze. Jetzt ist, ne? Ich habe Wilson gefunden. Freunde, glaubt ihr mir nicht. Wilson hat mein Shelter beschützt. Bis zum Ende. Es ist gerade nicht gefallen. Wilson! Ja! He's here! Wir nehmen auf alle Fälle mit. Boah, jetzt aufs Boot, Alter. Boah, wie lange. Menschen! Sascha! Jawohl! Boah, der sieht auch fertig aus. Wir haben's! Ja. Sascha, wir haben's geschafft. Fuck! Lascha! Komm, komm, alles am Ball! Guck mal, Schuhe an! Nein, komm, komm! Ja. Was, wir vier? Guck mal, Schuhe an! Ich hab neun Yeezys. Wie schaust du aus, Mann, dein Bart? Geil, Scheiße, also. Geil! Fertig, an. Geil! Boah! Boah! Letztlich auf Boah! Boah. Boah, boah, ist das gut. So, jetzt nur noch Joris. Ja, nur noch Joris. Sehr emotional, die Folge. Muss ich echt sagen. Packsack.
Joris. Hey, warte da, die Jungs kommen gleich zu dir. Hey. Heftig. Wie war's? Geil, war richtig gut. War richtig, richtig gut. War krass. Alter, die alle zu sehen, ne? Sind alle schon abgeholt? Bin ich der Letzte? Krass. Wie war's mit Essen bei dir? Ich hab gar nichts gegessen. Nix? Nein, ich hab kein Feuer anbekommen, ich bin ein Idiot. Danke dir. Boah, Zug und weg. Geil. Geil, Alter. Krass. Alter, abgenommen, Alter. Hey. Junge. Junge. Hey, Alter, Alter. Super, lieber. Komm her. Alter. Ja. Siehst du geil aus, Mann. Yo. Geil. Welcome back. Wow. Auswertung Gewichtsverlust. Mega. Bin ich auch mega gespannt. Boah. Knossi, Alter. 10 Kilo. Joris, fast ein bisschen mehr wie 6 Kilo. Fritz 7,2. Sascha 5,8. Otto 6,7. Sabrina 3,6 und Nova 3,1. Krass, ne? Also, wer von euch wirklich abnehmen möchte, fahrt auf eine Insel. Fahrt auf eine Insel, esst nix. Eine Woche reicht euch. Aber krass, ne? Heftig. Dieses Fremdkörper muss rauskommen, weil Gefahr ist dabei, direkt darunter ist Knochen, ein Knochenteil kann sein, was du verlierst. Ich finde es auch schön, dass ihr euch die weißen Kittel extra anzieht. Ja, weiße Kittel, ja. Wir haben unsere Hände gewaschen, das reicht dir schon. Oh. Da wird ein bisschen Spannung geben. Oh.
Ja. Okay, das muss doch reichen jetzt, oder? Das ist gleich geschafft. Scheiße, direkt weiter, ey. Ey, du hast es so wunderbar gemacht. War gar nicht so schlimm, oder? War schon widerlich. Der Arzt seines Vertrauens, oder? Ey, ja, wirklich. Das war von Wurzel und ich habe die Wurzel rausgezogen und das ist drin geblieben. Okay, das hätten wir so nicht rausgekriegt. Ich glaube auch nicht. Was für ein Arzt, Alter. Echt. Geil. Gesamtauswertung. Oh. Ich sag auf Platz 1. Auf Platz 1 ist Otto. Auf Platz 2 ist Fritz. Auf Platz 3 ist Joris oder Knossi. Joris oder Knossi. Ist Knossi. Platz 4 ist Joris. Auf Platz 5 ist Sascha. Dann Sabrina Nova. Wie war meine Reihenfolge nochmal? Otto, Fritz. Wir gucken uns das an. Komm, macht keinen Sinn hier mit mir. Herzlich willkommen, Teilnehmer. Jetzt ist der große Moment. Wir verkünden, wer hat wie viele Punkte und wer ist der Gewinner der zweiten Staffel Seven vs. Wild. Zuerst ausgeschieden und damit leider Platz 7, Nova. Dann Sabrina. Als zweites ausgeschieden, Sabrina, damit 6. Platz. Besser wie 7. So, dann kommt, meiner Meinung nach, kommt Sascha. Sascha. Platz 5. Sascha! Bam! Platz 4. Platz 4. Fuck. Ich weiß nicht. Knossi, Joris. Oder? Er war aber ein bisschen... ich weiß es nicht. Platz 4. Knossi. Aber trotzdem. Heftig. Platz 3. Joris. Der Gewinner vom letzten Jahr, Fritz. Oh! Oh! Und die große Überraschung. Joris. Otto auf Platz 1, Joris auf Platz 2. Wow. 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 Hätte ich nicht mitgerechnet. Krass. Okay. 40 Punkte. Ey, mies, ne? Mies. Einfach 2 Punkte weniger. Boah. Okay. Krass. Wir haben auf die Community gehört. Bei diesem Projekt geht es nicht darum, wer gewinnt, sondern darum, die 7 Tage durchzukommen. Für jeden, der die 7 Tage schafft, gibt es dieses Jahr 7.000 Euro. Damit haben wir einen Gesamtpool von 35.000 Euro, gesponsert von Rhino Shield. Geil. Jeder hat sein eigenes Ziel. Da kann er in seinem eigenen Kanal vielleicht was zu erzählen, warum er dieses Ziel gewählt hat. Wir bedanken uns bei euch, bei den Teilnehmern, bei der ganzen Crew. Und ich würde sagen, die letzten Worte hat Fritz, wenn er denn möchte. Also erstmal vorweg, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen kann ich nicht ganz viel sprechen. Ich möchte mich auf jeden Fall bei allen bedanken, die dieses Jahr mit dabei waren, natürlich bei allen Teilnehmern. Die Nominierung war definitiv auf eine kleine gemeinige Art, aber ich denke, der Community und euch hat sie gefallen.
Ich fand die ganze Vorbereitungsphase geil, dass sich jeder reingehangen hat, was probiert hat, Streams gemacht hat, darauf reagiert hat. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, ein ganz, ganz fettes Dankeschön geht an die komplette Orga-Team, an das komplette Orga-Team, an jeden Einzelnen. Ich finde es super geil, dass wir diesmal auch ein Behind-the-Scenes-Serie haben, wo wir das alles nochmal selbst sehen können, weil selbst wir als Teilnehmer haben das noch nicht gesehen. Deswegen würde ich sagen, einfach nochmal gemeinsamen Applaus für jeden von uns, die mit dabei waren. Fettes, fettes Dankeschön. Beste Show! Und ja, Knossi, es gibt auch noch eine kleine Medaille. Ich muss selber mal gucken. Das ist wirklich mega! Danke! Oh, yay! Wow, Ehrenplatz! Das wird aber wirklich krass. Geil! Schau, wie aussieht. Ja! Das war's! Von 7 in 1! Danke fürs Zuschauen! Bis bald, beste Show! Let's fucking go! Versus Wild, Panama. Alter, was für eine Folge. Vor allen Dingen, was für eine Staffel. So, Kopfhörer habe ich abgemacht. Habe ich heute lang genug drauf gehabt. Ich habe aufgenommen, Folge 15, Folge 16. Reicht. Ja, gut. Fazit, ne? Also erstmal, mega geiles Projekt. Mega geiles Projekt, was Fritz und Co. auf die Beine gestellt haben. Fangen wir einfach an Tag 1 an. Am ersten Tag habe ich mir echt Sorgen gemacht um Knossi. Mit seinem Schwimmen, mit seiner Schwimmaktion oder mit seiner Aussetzaktion, so nenne ich es mal. Dann sehr mutig von Otto. War, glaube ich, an Tag 2, wo da ohne alles in die Mangroven gegangen ist. Mega mutig. Schade von Sabrina und Nova, dass sie so früh rausgegangen sind. Das ist richtig schade. Ich habe es jedem gegönnt. Jedem gegönnt. Ich selber hätte, glaube ich, nie den Mut gehabt, bei Fritz zu sagen, ja, Fritz, ich mach mit. Hätte ich, glaube ich, nie gemacht. Ne. Hätte ich selber zu viel Angst. Ich weiß, wo meine Grenzen sind und ich hätte es nie gemacht. Dann mega Props an Joris als Wildcard-Gewinner. Dass er bis Tag 7 schafft. Otto, Tag 7. Fritz, Tag 7. Mega-Sensation bei Knossi und Sascha. Als New... Noch nicht mal Newcomer. Sondern als... Menschen auf fremdem Terrain im Thema Bushcraft Survival. Bis Tag 7. Also Tag 8 eigentlich, ne? Mega geil. Glückwunsch an Otto, dass er das Ganze hier gewonnen hat. Jetzt zu den Folgen. Die Folgen mega geil aufgebaut. Es war echt in jeder Folge Spannung da. Was ich teilweise extrem anstrengend war, dass die Folgen echt so lang gingen. Ich habe mir nebenbei noch eben immer die Behind-of-Scenes-Folgen angeguckt auf Daves Kanal und da fand ich das schon angemessener mit diesen 30-Minuten-Videos. Ich hätte mir hier bei Sam vs. Wild echt gewünscht, kürzere Videos und dafür von mir aus auch mehr Videos die Woche.
Ne? Das wäre mein Wunsch gewesen. Ne? Aber trotzdem sonst riesengeiles Projekt. Am Ende nochmal mega sentimental geworden. Gerade kam meine Freundin hier rein und die hat sich das drüben im Schlafzimmer angeguckt. Ich hier bei mir in meinem eigentlichen Gaming-Bereich. sie auch so, oh, als die Freundin von Knossi zu Knossi kam, hat sie geweint. Okay, vielleicht bei ihr sind es die Hormone. Aber man kann es gut verstehen, ne? So, ich wäre auch sentimental am Ende, wenn ich 8 Tage von meiner Partnerin getrennt wäre, ne? Aber nichtsdestotrotz, Sam vs. Wild ist zu Ende. Und ja, jetzt bald fängt dann auch schon das Jahr 2023 an. Für mich geht es mit Gaming weiter. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich habe mir da nochmal einen Kopf drüber gemacht. Und bei mir geht's safe mit Gaming weiter. Ich habe mir eine ganze Palette Spiele rausgesucht, die ich gerne mit zusammen, die ich gerne mit euch zusammen anschauen will und spielen will. Deswegen abonniert meinen Kanal und dann seht ihr die Spiele. Ja. Ja. Mir hat es extrem Spaß gemacht, hier jede Folge mit euch, für euch zu schauen. Und ich bedanke mich bei allen, die bei mir geschaut haben. Es waren nicht viele. Erste Folge stand jetzt gerade 188 Zuschauer. Ist für mich bis jetzt das Beste. Die beste Zuschauerzahl. Habe ich mich auch mega drüber gefreut. Ich glaube, am ersten Tag, die ersten 12 Stunden, nachdem ich das erste Video von Sam vs. Wild hochgeladen habe, war das glaube ich schon knappe 150 Aufrufe. Dachte ich mir so, Alter, was geht denn jetzt ab? Ne? Schade fand ich nur, dass es immer später wurde, also von Folge zu Folge immer später, dass die Aufrufe weniger wurden. Ich hoffe, ab nächstes Jahr wird das nicht mehr so sein. Und, aber ich sag mal so, wir haben 365 Tage Zeit, um das zu ändern. Und, ich hoffe, ich werde es ändern können. Und, ich hoffe auch, dass wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dass ihr, mir irgendwie zukommen lasst. Und dann wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns, ich hoffe, gesund und munter im Jahr 2023. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.